Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Das war einer der Lieblingssprüche von meiner ehemaligen Arbeitskollegin Ellen und somit auch mein Lieblingsspruch oder einer meiner Lieblingssprüche. Super lustig oder auch nicht, das müsst ihr entscheiden. Aber heute geht es um das Thema Schönheit. Das hat für mich auch viel mit wie geht Freiheit? So geht Freiheit zu tun. Heute schon wieder von drin, obwohl es draußen schön ist. Vielleicht gewöhne ich mich dran. Mal sehen. Und finde ich polarisierend, das Thema. Es bestimmt unsere Klatschpresse, es bestimmt teilweise die Partnerwahl, es bestimmt die Wahl des Telefons, der Inneneinrichtung, der Kleidung. Es ist sehr subjektiv. Leute haben ein ganz unterschiedliches Verständnis von Schönheit. Und doch meinen immer wieder Menschen, dass es bestimmte Regeln gibt für Symmetrien. Und es werden vor allem, glaube ich, Leute kategorisiert in schön oder hässlich von außen. Und dieser Druck kann dann auch bei Menschen entstehen, die dann in die eine oder die andere Kategorie fallen. Und da können unglaubliche Glaubenssätze entstehen, die einen völlig hemmen können, das Leben in der Freiheit zu führen, was man sich eigentlich wünscht. Weil man eben denkt, die Schönheit steht einem im Weg. Oder Achselgeruch. Oder, also ich spreche jetzt über einen Freund von einem Freund, der mal sowas hatte. Jeder hat mal menschliche Probleme und manchmal hilft es, das Deo zu wechseln. Ein kleiner Tipp. Dann ist alles wieder gut. Naja, ist auch nicht schön. Ist es nicht schön? Und ich finde das Thema Schönheit faszinierend, weil mich Schönheit fasziniert. Ich liebe schöne Dinge. Ob ich will oder nicht, mich zieht es hin. Ich checke aus. Ob Mann oder Frau, völlig egal. Wenn irgendwas schön ist, dann zieht es mich an. Deswegen bespringe ich das nicht gleich alles, sondern ich finde es einfach faszinierend. Ich mag Symmetrien, ich mag schöne Dinge und trotzdem muss jetzt nicht alles dogmatisch schön sein. Das Schönste sind eigentlich die Ungereimtheiten manchmal. Oder wenn man in die Natur guckt, wo teilweise Dinge überhaupt nicht perfekt sind, dann sind sie trotzdem ganz oft wunderschön. Und ich glaube, man kann Schönheit empfinden und zwar total subjektiv und auch für sich bewerten. Aber es gibt halt so einen springenden Punkt, wo es ganz gefährlich ist, wenn man etwas wirklich bezeichnen, diagnostizieren oder kategorisieren möchte mit dem Thema schön oder hässlich. Friedrich Schiller sagte 1793 mal, Schönheit ist nichts anderes als die Freiheit in der Erscheinung. Wunderschön, oder? Ist es nicht schön? Nichts anderes als die Freiheit in der Erscheinung. Das heißt, jeder, der sich schön fühlt, ob nun eingeredet oder am besten natürlich wirklich, kommt eventually irgendwann an diesen Punkt, wo er das auch ausstrahlt. Egal, wie objektiv, subjektiv, schön oder hässlich diese Person ist. Wenn man sich gut fühlt, das ist genauso, wenn man überzeugend redet, dann kriegt man irgendwie Interesse. Bis jemand dahinter kommt, dass da gar nichts hintersteckt. Aber naja. Also ob Sommersprossen und blass, ob oder blass, füllig oder drahtig, klein oder groß, Stupsnase oder Riesenzinken, wie wir das manchmal selber subjektiv einordnen, oh ja, aber meine Nase, oh Gott, ist das Problem. Ich dachte zum Beispiel früher mal, ich hätte zu abstehende Ohren. Ich wollte immer so coole Kennohren haben. Oder die Nase ein bisschen dünner. Eine Zeit lang habe ich mir immer so auf die Wangen ein bisschen gebissen, damit mein Gesicht noch schmaler als es schon ist. Weil mir das ein bisschen kantiger aussieht, weil ich immer mir zu weich vorkam. Aber am Ende faltig oder glatt, grimmig oder fröhlich, stylisch oder basic, ist eigentlich völlig egal, wenn man sagt, hey, fuck it, ich bin so wie ich bin. Ich mag es. Das ist sexy. Das ist schön. Und wenn man dann in die Natur guckt, wie imperfekt das alles da draußen ist und doch so perfekt, auf welcher Ebene auch immer, dann glaube ich, weiß man am Ende, was Schönheit wirklich ist. Alles andere sind wieder Konditionierung, Domestizierung, was Schönheit bedeutet, was uns die Magazine sagen, was uns der Ex-Freund, die Ex-Freundin sagt oder die Leute da draußen oder wie es wirklich instrumentalisiert wird und objektiv, wie ein Objekt gesehen wird, die richtige Formulierung dafür fällt mir gerade nicht ein. Und wir glauben das dann irgendwann. Der eine schöne aus hässlich, Pech. Gut, dann kriegt man halt die nicht. Ah, soll ich die ansprechen? Was will die mit mir?
Aber wenn man wirklich aus tiefster Überzeugung dem nachgeht, was man sich wünscht und was wirklich, wirklich einem entspricht, dann ist das pure Schönheit. Wie kommt man denn jetzt dahin? Boah, das ist ein Weg, wo man Glaubenssätze überwinden muss. Und das ist mit teilweise das Schwerste, weil man ja so fest davon überzeugt ist, dass man es schlechter hat oder dass man in einer besonderen Situation ist oder Schönheit bei einem nicht existiert. Na, setzt mal den Fall, man hat einen Unfall und ist entstellt. Oder selbst ein kleinerer Fall, man hat in der Pubertät Pickel, das kann für manche Leute eine Katastrophe sein. Ich hatte den ganzen Rücken voller Krater, das war auch nicht nur nicht schön, das waren solche Oschis, die taten richtig weh. Ich hatte richtige Schmerzen, ich konnte nicht auf dem Rücken schlafen. Das ist nicht schön. Jeder, der das mal mitgemacht hat, der weiß das. Ich habe mich nicht mehr ins Schwimmbad getraut, geschweige denn mein T-Shirt irgendwo anders auszuziehen. Das war ein riesen Selbstbewusstseinsbruch für mich. Und da können wieder andere sagen, ja du und das und wenigstens ist dein Gesicht irgendwie ganz okay. Ich wurde zum Beispiel auch ganz oft in diese Schönheitsecke gedrängt und habe mich aber überhaupt nicht so gefühlt. Ich war so halbwegs okay mit mir, aber ich hatte ganz viele Selbstbewusstseinsknickse und fand immer andere schöner. Also fand mich nicht männlich genug und hier und da stimmte was nicht und wusste genau, wo meine Fehler sind. Das weiß doch jeder, ne? Also jeder weiß das. Sammy, was sind deine Fehler? Sammy hat keine Fehler. Der ist einfach nur schön. So, weg. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Jetzt guckt er. Aber gehen wir nochmal zu dem Unfall zurück. Das ist natürlich die größte Challenge, wo man einen Schritt machen muss sozusagen, weil man gar keine Wahl mehr hat. Man ist nicht mehr zumindest normal durchschnittlich, sondern man ist eventuell entstellt. Das kann keiner nachvollziehen, der das nicht wirklich durchgemacht hat. Genauso wie keiner nachvollziehen kann, wie das ist, wenn man jemanden verliert, den man liebt. Aber auch dort gibt es so viel Schönheit in der Art und Weise, wie wir als Mensch sind. Und wenn wir uns aber darauf reduzieren, was die Hülle sagt, was das Geschlecht sagt, was der Vergleich sagt, dann werden wir immer verlieren, egal wie schön wir sind. Als Model sind wir dann vielleicht ein bisschen zu dick oder die Hüfte drückt ein bisschen raus. Eigentlich nicht zu fassen, dass dieses Thema immer noch so omnipräsent ist. Dass jeder eigentlich genau weiß, dass genau diese Delle geliebt werden kann von einer anderen Person. Oder geschätzt werden kann oder einfach nur sexy gefunden wird. Oder völlig egal ist, weil man einfach gar nicht dahin guckt. Ich hatte das auch oft mal in einer Beziehung, dass sie gesagt hat, ja, aber das ist ja, habe ich jetzt zugenommen oder ich habe zugenommen oder größer, kleiner, Brüste, was weiß ich. Gar nicht drauf geguckt, war mir völlig Schnuppe. Aber man selber ist der größte Kritiker. Also muss man da ansetzen. Die eigene Verachtung ist das Schlimmste, was man sich antun kann. Da muss noch nicht mal jemand von außen kommen. Überprüft also mal, wie streng ihr mit ihr seid, mit euch seid. Gerade beim Thema Schönheit. Einfach mal da bleiben, was Selbstliebe, Selbstwert angeht. Was hat das damit eigentlich zu tun? Und wenn ihr das überwinden wollt und sagt, ihr findet euch nicht schön, obwohl ihr vielleicht schön seid und das zu hören bekommt, weil von außen kann man es noch so oft hören, man glaubt es nicht, wenn man selber nicht glaubt. Sagt euch das einfach mal in den Spiegel. Oh Jan, du siehst aber gut aus. Du bist wunderschön. Du bist eine wundervolle, tolle Person. Zieht das mal zumindest eine Woche durch, vielleicht 30 Tage. Also nicht mit Jan, sondern tauscht das einen anderen Namen aus. Und ich habe das auch nicht gesagt, weil ich so davon überzeugt bin. Aber macht das mal und strahlt euch dabei an. Und wenn ihr es faken müsst erstmal, fake it till you make it. Das ist genauso wie mit dem Grinsen, wenn man schlecht drauf ist. 60 Sekunden grinsen und dann habt ihr euch so darauf fokussiert und dem Gehirn gesagt, warte mal, gute Laune, kann das auch funktionieren. Einfach mal eine Woche lang, wie wunderschön du bist eine wundervolle Person, du strahlst von innen und von außen. Und bringst heute ein Lächeln in diese Welt. Es hört sich ein bisschen kitschig an, ich gebe es zu. Aber why not? Give it a try. Ich bin gespannt. Wie geht ihr mit dem Thema um? Wie findet ihr das? Sagt ihr, ja, Jan, aber es ist halt so und wenn du ich und hm. Würde mich echt mal interessieren, ob das für euch ein polarisierendes Thema ist. Ganz ehrlich, raus, nicht selbst belogen. Und was ihr vielleicht auch für Ideen habt, wie man das überwinden könnte. Und ansonsten, wie geht Freiheit, Sammy? So geht Freiheit, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.